liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. Wir übertragen jetzt live vom Bibelseminar in Salzburg-Aigen mit dem Motto Feiern und Klagen, die befreiende und lebensrettende Kraft der Psalmen. Am Mikrofon ist Antonia Kollmann. Der folgende Vortrag heißt Freude, Fülle und Lob in der Welt der biblischen Psalmen, mit jüdisch-hebräischen Augen betrachtet anhand der Psalmen 96 und 100. Es spricht Dr. Yuval Lapide, ein jüdischer Theologe und Gelehrter. Ich darf nun an Johann Scheffenbichler übergeben, der für uns im Kolleg St. Josef vor Ort ist. Grüß Gott. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Ich darf Sie recht herzlich aus dem Kolleg St. Josef begrüßen. Für die Hörer, die erst jetzt zugeschaltet haben, hier im Kolleg St. Josef findet diese Woche noch bis Samstag ein Bibelseminar statt. Dr. Yuval Lapide wird uns dazu einiges zum Thema Feiern und Klagen, die befreiende und lebenserneuernde Kraft der Psalmen sagen. Wir warten schon neugierig und gespannt auf seine wunderbare Auslegung. Bitte, Herr Dr. Lapide. Danke, lieber Johann, der so wunderbar uns begleitet in der Woche von Radio Maria, Studio Salzburg. Ich möchte ganz herzlich nochmal Dank aussprechen an Pater Georg Ascher Wiedermann, Leiter von St. Josef, dass ich wieder Gast, das Brummen hat aufgehört, wieder Gast in deinem Haus sein darf. Ich begrüße alle Radio Maria Hörer und Hörerinnen und freue mich über die Ihre Teilnahme zu Hause. Ich habe gestern Abend schon gesagt, wenn Sie sich das einrichten können, liebe Hörer und Hörerinnen, Sie sind herzlich eingeladen, Pater Georg und ich würden uns freuen, wenn noch einige Hörer spontan hier vorbeischauen könnten, in der Gillenstormstraße 8 in Salzburg-Aigen. Es sind noch Plätze frei, es ist noch nicht alles ausgebucht, wir haben heute schon intensiv gearbeitet, so dass Sie spontan herzlich eingeladen sind, hier in Salzburg vorbeizuschauen. Wir arbeiten, wie gesagt, die ganze Woche, einschließlich Samstag, bis Samstagabend intensiv an unserem Thema die Psalmen aus jüdischer Sicht. Ich will auch alle Anwesenden hier bei uns, Gernot, begrüßen, alle wackeren Mitstreiter hier bei uns in unserem Seminar. Wir haben gestern Abend angefangen, heute Vormittag schon intensiv an einem Workshop gearbeitet und ich freue mich, dass wir heute Abend weitermachen. Ich werde wieder etwas referieren, dann sind alle eingeladen, Fragen zu stellen. Kurzum, wir werden wieder intensiv an zwei neuen Psalmen arbeiten und gemäß dem Flyer, den unser Gernot wunderbar erarbeitet hat, eine treue Seele des Hauses St. Josef, werden wir heute zwei Psalmen bearbeiten, nämlich 96 und 100. Thema heute Abend wird sein übergeordnetes Thema Freude, Fülle und Lob in der Welt der biblischen Psalmen mit jüdisch-hebräischen Augen betrachtet, anhand Psalmen, die ich aussuchen durfte, nämlich 96 und 100. Ich werde wieder bitten, dass wir die Psalmen hören. Ich werde sie einmal auf Hebräisch vortragen. Dann werden wir sie in der Martin-Buber-Übersetzung hören. Vielleicht wird unser Freund, mein Freund aus München, der aus der bayerischen Landeshauptstadt angereiste Uriel Hartmut, so lieb sein, damit wir von Dr. Blumenkohn heute Abend mal entlasten, es vorlesen. Du hast, glaube ich, du hast Jerusalemer. Die Einheit, aber du hast gesagt, Jerusalemer seien das, oder? Nein, das hatte er. Ah, das hatte er, alles klar. Du wirst Einheit vorlesen, ich werde auf Hebräisch vorlesen und auf Martin Buber. Liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs, ich will ein paar Worte sagen. Herzlich willkommen, unser lieber Bruder Matthias, der morgen einen großen Geburtstag feiern wird. Ja. Ich will noch etwas sagen zum Thema für unsere Hörer und Hörerinnen und für Sie. Psalmen. Psalmen, haben wir gestern Abend gesagt, sind ein ganz großes Thema in der Bibel. Es gibt 150 Psalmen und die Psalmen spannen einen riesigen Bogen über menschliches Gefühlsleben, menschliche Haltung, menschliche Erlebnisse aus, wie kaum ein Buch in der Bibel. In den Psalmen wird wirklich alles thematisiert, was einen Menschen belastet. Schmerz, da haben wir heute Morgen ja schon herausgearbeitet, Schmerz, Trauer, Freude, Enttäuschung, Verbitterung, Hoffnung, es hat alles Raum. Und darum, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Teilnehmer hier im schönen St. Josef-Kolleg, sind die Psalmen ja so weltberühmt geworden. Wir Juden durften sie entwickeln und wir Juden haben es der Welt geschenkt. Auch ein Bruder und Pater Matthias ist hingerissen davon. Ich muss den Hörern kurz sagen, das ist eine der spirituellen Säulen
der Gemeinschaft der Missionare vom kostbaren Blut. Er versteht wunderbares Bibelhebräisch. Ich kann mit ihm immer wieder Ping-Pong spielen. Ich werfe ihm hebräische Bälle zu, er wirft sie mir zurück. Denn, und das hat mit unserem Thema zu tun, die Psalmen versteht man am besten, wenn man Hebräisch kann. Und darum bin ich so dankbar, hier im Kolleg St. Josef zum dritten Mal zu sein, weil die Psalmen, wir haben daran gearbeitet, nur verständlich sind, wenn man sie in der Sprache, in der sie verfasst wurden, versteht. Das wird ja auch Bruder Matthias unterstreichen. Wir haben schon gesungen, Hinematorf. Wir haben heute Abend wieder die Psalmen gesungen zu Tisch, einen großen Psalm 133,1. Und noch einmal, die Psalmen haben die Welt erobert. Wie kaum ein Buch aus dem Ersten Testament, aus der Tora der Juden, hat die Welt so verzaubert wie die 150 Psalmen. Wenn Sie, liebe Hörer, liebe Teilnehmer, mal durch Buchläden gehen, sei es in der Landeshauptstadt München, sei es in der Mozartstadt Salzburg, überall, nicht nur in der Vorweihnachtszeit, überall Psalmen. Psalmen erleben in Deutschland derzeit eine Renaissance. Überall kriegen Sie Psalmen. Psalmen mit Bildern, Psalmen ohne Bilder, Psalmen mit Ikonen, Psalmen ohne Ikonen, Psalmen zu meditativen Zwecken, Psalmen zu Betrachtungen über das Jahr, Psalmen als Grundlage von Workshops und von Krisenbewältigung, alles. Überall werden Psalmen benutzt. Und zu Recht. Liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs, Psalmen Tehillim, die Lobpreisungen, wie wir gestern Abend sagten, sind einfach eine Vademekum im Leben eines Menschen. Mit Psalmen kann man durchs Leben gehen. Ob in Krisen, heute Abend machen wir ja Freude, ob in Freude, zeitlos gültig. Die Psalmen haben eine zeitlose Gültigkeit. Und ich will das kurz auch einbauen, bevor wir richtig loslegen. Psalmen bedeuten für einen Juden wirklich ein Vademekum. Der Jude benutzt die Psalmen jeden Tag. Kein Tag beginnt, ohne dass ein Jude Psalmen spräche. Es gibt ja drei Gebetszeiten im Judentum: Schacharit, Musaf, Mincha. Das sind die drei klassischen Gebetszeiten. Und jede Gebetseinheit beginnt mit Psalmen. Ein Jude kann den Tag nicht beginnen ohne Psalmen. Ein Jude kann den Tag nicht beenden ohne Psalmen. Ein Jude kann den Tag nicht in der Mitte, am Mittag, gestalten ohne Psalmen. Immer sind Psalmen angesagt. Ein Jude kann nicht heiraten ohne Psalmen. Ein Jude kann nicht sterben ohne Psalmen. Sogar wenn er im Grab liegt, kommen die Angehörigen und sagen 5, 6 Psalmen an seinem Grab. Ein Jude kann nicht Bar Mitzwa feiern. Bar Mitzwa kennen Sie, die Konfirmation, sogenannte Konfirmation. Jesu am 12. Geburtstag im Tempel. Ohne Psalmen geht nichts. Die Psalmen, in Anführungszeichen, liebe Freunde, verfolgen den Juden bei Tag und bei Nacht, bei Wind und Wetter, bei Trauer und bei Freude. Und zu Recht, wie gesagt. Weil die Psalmen einfach so einen Schatz enthalten, der wirklich sich bei jeder Gelegenheit anbietet. Ob sie in Trauer sind, wie gesagt, ob jemand beerdigt wird, ob jemand für sich freut heute Abend, wenn wir ja darüber sprechen, singt dem Herrn ein neues Lied. Shirula Adonai Shir Chadash. Psalmen gehören dazu. Unverzichtbar. Wie unser täglich Brot. Wenn man ja auch Brot jeden Tag isst, braucht man die Psalmen ebenfalls jeden Tag. Und wir werden heute Abend eben gemäß meinem Vorschlag der Betitelung über die Freude denken. Freude in den Psalmen. Das ist für mich nämlich, liebe Hörer, liebe Freunde in St. Josef, eines der größten Erfahrungen. Ich liebe ja die Freude. Ich bin ein freudvoller Mensch. Und wir haben gestern gesagt, Freude hält jung, Kummer macht alt. Ich bin für die Freude. Und wenn ich mich freue, geht es mir gesund. Und immer mehr Therapeuten entdecken ja auch die Freude als Quelle des Lebens. Wenn ich mich freue, geht es mir gut. Und wenn ich trauere, geht es mir schlecht. Das merken die Zellen auch, die menschlichen Zellen. Das weisen immer mehr Zellbiologen nach. Die Zellen speichern alles. Und wenn sie sich freuen, freuen sich ihre Zellen und verjüngen sich die Zellen ihres Körpers. Und wenn sie traurig sind und Trübsal blasen und lamentieren, speichert das die Zelle. Und dann kriegen sie eher die berühmten Geschichten wie Herzinfarkt etc., als wenn sie sich einfach sagen, ich nähre meinen Körper mit Freude. Und heute Abend werden wir zwei große Psalmen, die ich vorbereiten durfte, lesen. Unser Hartmut Uriel, der Glanz von München, ein lieber Freund, möchte ich gerade den Radiohörern mitteilen. Ein wunderbarer Glanz aus München, ein Priester, schon lange Zeit im Ruhestand, wird jetzt den Psalm vorlesen. Ich bin froh, dass du wieder da bist, Hartmut. Und zwar, wir fangen an mit Psalm 96, ein großer Freudenpsalm. Hartmut, du zurückgezogener, aber dennoch sehr aktiver Priester der Erzdiözese München, lies uns doch mal Psalm 96 vor. Psalm 96, der Herr, König und Richter aller Welt. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Länder der Erde. Singt dem Herrn und preist seinen Namen, verkündet sein Heil von Tag zu Tag. Erzählt bei den Völkern von seiner Herrlichkeit, bei allen Nationen von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu preisen, mehr zu fürchten als alle Götter. Alle Götter der Heiden sind nichtig,
Der Herr aber hat den Himmel geschaffen. Hoheit und Pracht sind vor seinem Angesicht, Macht und Glanz in seinem Heiligtum. Bringt da dem Herrn, ihr Stämme der Völker, bringt da dem Herrn Lob und Ehre. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, spendet Opfergaben und tretet ein in sein Heiligtum. In heiligem Schmuck werft euch nieder vor dem Herrn, erhebt vor ihm alle Lande der Erde. Verkündet bei den Völkern, der Herr ist König, den Erdkreis hat er gegründet, sodass er nicht wankt. Er richtet die Nationen so, wie es recht ist. Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, es brause das Meer und alles, was es erfüllt. Es jauchze die Flur und was auf ihr wächst. Jubeln sollen alle Bäume des Waldes vor dem Herrn, wenn er kommt, um die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis gerecht und die Nationen nach seiner Treue. Danke, mein Münchner Freund. Jetzt werde ich es einmal auf Hebräisch vortragen, damit Sie es hören. Sie müssen natürlich nichts verstehen. Das heißt, mein Freund Matthias wird natürlich Brocken verstehen. Liebe Radiohörerin, ich will es einmal in der heiligen Sprache, damit Sie es einfach nur mal hören, damit es Ihre Seele genießt. Die Seele versteht ja viel mehr als der kalte Kopf, der vernünftige Verstand. Hören Sie mal die Sprache, in der es original verfasst wurde. Shirula Adonai Shir Chadash. Shirula Adonai Kol Haaretz. Shirula Adonai Baruchushmo Basum Yom Yom Yeshuato. Sapruva Goyim Kvodo Bechol Haamim Nifleotav. Ki Gadol Adonai Umehulal Meod Norahu Al Kol Elohim. Ki Kol Elohim Amim Elim Va Adonai Shamayim Asa. Hod Vehadar Lefanav Oz Vetiferet Bemikdasho. Havu la Adonai mishpechot amim, havu la Adonai kavod va'oz. Havu la Adonai kavod shmo, s'u mincha uvo'u lechatzrotav. Hishtachavu la Adonai ba'atrat kodesh, chilu mipanav kol ha'aretz. Imru va'goyim Adonai malach, avtikon tevel baltimot, yadin amim b'meisharim. Yismechu ha'shamayim v'tagel ha'aretz, yiram ayam umlo'o. יעלוס שדאי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. לפני אדוני קיווה, קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. Jetzt möchte ich unseren Freund aus dem kaiserlichen Bad Ischl, unser Pater und Bruder Matthias bitten, ich habe hier die Übersetzung von Martin Buber, damit wir, nachdem wir die katholische Übersetzung gehört haben, mal von einem Juden, dem großen Martin Buber, dessen Übersetzung ich ja immer in meinen Seminaren benutze, hören. Bruder und Pater Matthias, Missionar vom kostbaren Blut in Salzburg-Eigen, wird uns mal, damit wir eine jüdische Stimme hören, wie der große Martin Buber diesen Text übersetzt. Ganz kurz für unsere Radio-Maria-Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen. Martin Buber war ein großer Jude, 1878 bis 1965, ein Wiener Jude übrigens, Wien 2 geboren, musste wegen der Nazis 1938 fliehen ins gelobte Land, fand dort eine Zuflucht und er hat 40 Jahre an der Übersetzung, an der Verdeutschung, wie er sie nennt, der Heiligen Schrift in die deutsche Sprache gearbeitet. 40 Jahre. Und ich empfehle allen Radio Maria Hörerinnen und Hörern, auch unseren Freunden hier, sich die Martin Buber Verdeutschung, wie er sie nennt, der Schrift zu besorgen. Sie ist ein Juwel, sie ist eine Kostbarkeit. Und wir werden heute Abend aus dem Munde dieses großen deutschen Juden, Wiener deutschen Juden hören, wie überträgt, wie verdeutscht er diesen Psalm in die deutsche Sprache. Bruder Matthias Matthäus, die Gabe Gottes. Singt ihm einen neuen Gesang, singt ihm alles Erdreich, singt ihm, segnet seinen Namen von Tag zu Tag, heroldet sein Befreien. Erzählt unter den Stämmen seine Ehre, unter allen Völkern seine Wunder. Denn er ist groß und sehr zu preisen, zu fürchten er über alle Götter. Denn Gott nichts sind die alle Götter der Völker, er aber hat den Himmel gemacht. Vor seinem Antlitz ist Heere und Glanz, in seinem Heiligtum ist Macht und Prangen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, ich entschuldige mich für diese Unterbrechung der Sendung. Wir steigen jetzt wieder in den Vortrag ein. Wir sind eingeladen, grenzüberwindend. Ich denke dabei an die Eurovisionsmelodie, fällt mir jetzt spontan ein. Die Eurovisionsmelodie, die kennen Sie ja alle, die vereinigt ja uns Europäer. Und das ist die große Hymne der europäischen Gemeinschaft, die EU. Marc-Antoine Charpentier hat ja das Te Deum von Marc-Antoine Charpentier. Und da kommt ja diese Hymne vor, die vor so und so vielen Jahrzehnten die Europäische Union sich auf die Flagge geschrieben hat. Und ich möchte sagen, ich wage wieder etwas vom Schönen zu sagen, das ist die Hymne, die Psalmenhymne für die Vereinigten Länder aller Welt. Das ist das Te Deum. Ich nenne es heute Abend, wenn Sie so einverstanden sind, das Te Deum der Psalmen. Das große Te Deum der Psalmen wird ist Psalm 100, ist Psalm 96, in der wirklich alle eingeladen sind. Ob wir grün, blau, rot sind, ob wir Franzosen, Tschechen oder Pakistanis sind, alle sind wir eingeladen. Warum sind wir alle eingeladen? Weil wir alle etwas gemeinsam haben. Wir sind alle Kinder dieses Vaters. Wir sind alle Kinder dieses Vaters. Was auch immer wie uns kennzeichnet, ob du, weiß ich, auf den Fidschi-Inseln lebst, Gernot, oder ob ich ein Jude, der in Jerusalem geboren bin. Wir sind alle Brüder. Wir sind alle Brüder und Schwestern des einen Gottes. Und das, was uns verbindet, ist ein Gesang. Und dieser Gesang, dieser Hymnus sprengt alle Grenzen, Pater Georg. Und wenn man Gott preist, dann schwingt die Seele. Sie kennen doch das berühmte Wort, wer singt, betet doppelt, um nicht zu sagen, betet dreifach oder vierfach. Und singen verbindet. Die europäische Hymne ist ja das, was uns alle verbindet, die Eurohymne. Das Te Deum von Marc-Antoine de Charpentier. Das verbindet uns. Wir alle 16 Staaten in der Europäischen Union sind verbunden über ein Lied, über ein Gesang, nicht über irgendwelche schönen Sprüche, sondern diese wunderschöne Hymne, wenn man sie erklingt im Radio, weiß jeder sofort, aha, EU-Hymne. Und das ist das Schöne. So möchte ich sagen, ist dieser wunderbare Psalm, neben dem 100er, den wir auch noch machen werden heute Abend, die große Hymne der Vereinigten Staaten dieser Erde. Und wir alle können singen, entweder in der heiligen Sprache oder wir singen, wie gerade es von Herzen kommt. Es darf von Herzen kommen, es darf auch in Esperanto sein, von mir aus in einer Weltsprache. Der Psalmist sagt nicht, es muss Hebräisch sein. Er sagt nur, singt ihn einfach, segnet ihn von Tag zu Tag und kündet in der Welt seine Erlösungstat. Gott erlöst uns immer wieder. Die großen Taten Gottes. Der Psalmist sagt nicht, es muss Hebräisch sein, Hartmut. Singen, wie es von Herzen kommt. Franz von Assisi, dessen Todestag wir morgen übrigens auch begehen. Wir haben morgen zwei wichtige Tage. Den Geburtstag von Matthäus und den Todestag von Franz von Assisi. Liebe Hörer und Hörerinnen, morgen gibt es in St. Kolleg zwei große Gedenktage. Ein Todestag und ein Geburtstag. Und Franz von Assisi konnte mit den Tieren sprechen. Salomo übrigens auch. König Salomo steht in der Bibel, konnte mit den Vögeln sprechen. Da ist eine Fähigkeit in uns gegeben, liebe Freunde, die jenseits von Worten ist. Er hat bestimmt nicht mit ihnen gesprochen, auf Französisch oder Hebräisch oder Chinesisch, sondern hat einfach sein Herz schwingen lassen. Und die Kunst des Singens kennt keine Grenzen. Die Kunst des Singens ist grenzenlos. Und dazu lädt uns dieser große Psalm ein. Weiter geht's in 3. Erzählt unter den Stämmen seine Ehre. Unter allen Völkern sollen wir seinen Lobpreis verkünden. Hinausgehen, erzählen, von ihm sprechen und seine Wunder erzählen. Judentum ist Erzählen. Wir Juden, möchte ich Sie bitten zu notieren, sind das große Volk des Erzählens. Wir erzählen immer wieder. Die Haggadah, weiß jemand gerade, was die Haggadah ist? Weiß einer der hier Anwesenden, was die Haggadah ist? Zu Pesach benutzen wir Juden, Matthäus. Wunderschön. Da gibt es die sogenannte Haggadah. Die Haggadah ist die große Erzählung unserer Befreiung aus Ägypten. Nicht wahr? Die heißt Haggadah. Haggadah ist die Erzählung. Wir Juden, wenn wir anfangen zu reden, erzählen wir die ganze Nacht. Frau Blumenkohl und viele andere, die meine Seminare schon seit 10 Jahren begleiten, wissen, wer ist das? Wenn ich anfange zu reden, höre ich so schnell nicht auf. Warum? Weil wir Juden so viel zu erzählen haben. Wir Juden erzählen so viel, wir erzählen so gerne. Wir erzählen so gern von der Geschichte unseres Volkes, von unserer Beziehung zu Gott. Und darum sagt der Psalmist so schön, erzählt ihm nicht irgendwelche Blödsinn. Vertreibt die Zeit nicht, macht das nicht. Ich mag dieses Wort nicht, die Zeit vertreiben, sondern die Zeit füllen. Ich liebe diesen Ausdruck. Bitte, ich möchte Sie alle ersuchen, sagen Sie nie mehr, ich vertreibe die Zeit. Mir tut das weh, wenn Leute sagen, zum Zeitvertreib habe ich eine Mozartkugel gegessen, im Café Mozart oder sonst wo. Sagen Sie bitte nicht zum Zeitvertreib, das ist eine Beleidigung Gottes. Wenn ich die Zeit vertreibe, Pater Georg, ich lade die Zeit ein. Die kostbare Zeit, die wir haben alle nur eine begrenzte Zeit. Und darum sage ich, ich erfülle die Zeit mit Erzählen. Haggadah. Wir Juden sind das Volk des Erzählens. Wir haben der Welt so viel Erzählungen geschenkt. Im Talmud, in der Tora, im Midrasch.
Und viele Christen haben das ja übernommen, das große Erzählgut des Neuen Testaments, das große Erzählgut in der Vigil, in der Osternacht, sie erzählen ja auch viel. In den Hohen, in den Stundengebeten der christlichen Mönche. Und wir verkünden, wir erzählen unter den Völkern seine Wunder. Gott ist wundervoll. Gott ist wundervoll. Ein wunderbarer Gott im wahrsten Sinne des Wortes, sagt der Psalm. Und Wunder fangen im Kleinen an. Nicht erst, wenn ich von einer großen Operation bewahrt werde. Sondern der Jude sagt, die Wunder sind jeden Tag da. Jeder Tag, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Maria, liebe Freunde und Freundinnen von St. Georg, Entschuldigung, ich denke schon an Georg. Das ist der Direktor hier. Du bist schon ein Heiliggesprochener. Jetzt ist der Georg Wiedemann, der ist noch nicht ganz heilig, fast heilig. Von St. Josef in Salzburg-Eigen. Wunder geschehen jeden Tag, wenn ich dafür offene Augen habe. Wenn ich natürlich mit geschlossenen Augen durch die Welt gehe, sehe ich gar nichts. Und wenn ich die Wunder Gottes sehe, dann werde ich Gott jeden Tag, Gernot, rühmen und seine Wunder erzählen. Und wenn ich offen bin für die kleinen Wunder im Alltag, dann bin ich auch offen für die großen Wunder, die dann passieren. Aber erst muss ich überhaupt erfahren, dass Gott wundervoll, wunderbar ist. Und er ist groß und sehr zu preisen, sagt Vers 4. Zu ehren, zu fürchten über alle Götter. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, nämlich das Thema, wer ist der wahre Gott? Wer ist der wahre Gott? Der Psalm thematisiert eine ganz wichtige Frage. Wer ist der wahre Gott? Es gibt Götter, und Sie wissen, wir leben in einer Zeit, in der zwar heute nicht mehr Baal und Astarte angebetet werden, aber wir haben heute auch Götter. Welche Götter haben wir heute, Gernot? Geld. Geld. Gesundheit. Gesund, was? Sport. Kosmetik. Schauen Sie sich mal an die Illustrierten an. Jeden Tag 20 neue Hautcremes. Anti-Aging ist das Wort. Wellness. Nochmal was gegen Falten und Krümmungen und Verrunkel und Wrinkel und Falten. Das sind neue Götter heute. Du, hast du schon die neueste Creme? Warst du schon dort? Hast du das schon gekauft? Hast du schon das 10. Handy? Nein, ich habe erst 5 Handys. Wir haben auch furchtbare Götter in unserer Zeit. Furchtbare. Auch wenn sie nicht so sichtbar sind. Aber der Psalmist sagt, Herr Hartmut, der Psalmist sagt, es gibt nur einen Gott. Und wenn ich diesen Gott anerkenne, dann habe ich den wahren Gott, dann habe ich den wahren Gott im Leben erkannt. Und Sie sehen, Götter gab es immer wieder. Das Thema, er ist zu ehren über alle Götter. Es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott, wenn ich diesen Gott erkannt habe, dann kann ich gar nicht anders, sagt die Psalmen, als diesen Gott zu ehren. Dieser wahre Gott, der mir das Leben gibt und der es mir jeden Tag gibt. Und die jüdische Theologie sagt, wenn du jeden Tag aufwachst, ist das schon ein Wunder. Wenn ich jeden Morgen aufwache, und hier mit Ihnen arbeiten darf, und ich arbeite jetzt seit 20 Jahren im jüdisch-christlichen Dialog in Europa, wenn ich jeden Morgen aufwache, und morgen wache ich mit besonderer Freude auf, weil ich morgen ein Todes- und einen Geburtstag feiern werde. Ich springe aus dem Bett. Morgen werde ich aus dem Bett springen, um den Geburtstag und den Todestag von zwei wichtigen Männern zu feiern. Allein die Tatsache, dass ich morgen aufwachen darf, nach dem sogenannten kleinen Tod, dem Schlaf, ist ein Wunder. Für einen Juden wie mich ist nichts wunderlos. Für einen Juden, und ich denke auch für Sie Christen, ist jeder Atem, den ich verrichte, jeder Atemzug ein Wunder. Jeder Herzschlag. Es ist nicht selbstverständlich, liebe Brüder und Schwestern in Österreich. Für einen Juden ist nichts selbstverständlich, gar nichts. Eins ist selbstverständlich höchstens, der Tod. Denn der kommt, ob du willst oder nicht, der kommt einfach, Punkt. Wir leben ja zwischen einem Tod und einem anderen Tod. Der erste Tod ist die Geburt, verabschieden aus der Geburt, Gebärmutter der Mutter. Und der andere Tod ist das Springen in die letzte Kiste. Daran kannst du nichts ändern. Das hat Gott verfügt. Aber wie du die Zeitspanne dazwischen verlebst, ob mit Trübsal oder mit Sachertorte, das ist deine Entscheidung. Und darum sagt das Judentum, danke Gott für jeden Atemzug. Liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Freunde und Freunde, es gibt im Talmud, im großen Auslegungswerk des Judentums ein Satz. Man soll jeden Tag 100 Gründe finden, um Gott zu danken. Ich wiederhole, 100 Gründe, steht im Talmud, können Sie nachlesen. 100 Gründe finden, jeden Tag, nicht einmal im Jahr, um Gott zu danken. Und darum, wenn ein Jude ein Glas Wasser in die Hand nimmt, ich sage es Ihnen mal, damit Sie es hören, dankt er. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol nihayabit varo. Zu Deutsch, ich danke dir Gott, du Schöpfer der Welt, der du mir diese Gabe durch dein Wort hast zu Diensten gestellt. Ein Jude dankt für ein Bonbon, den er lutscht. Ein Jude dankt natürlich morgen für die Sachertorte. Ein Jude dankt für ein einfaches Glas Wasser, weil es nicht selbstverständlich ist, dass Gott mich angesichts der Wassernot im Orient, der Wasserknappheit, mit frischem Wasser versorgt. Und darum soll ein Jude, und es steht im Talmud, 100 Mal am Tag, 100 Mal mindestens danken für ein Lächeln,
Für einen Regenbogen oben, für eine frische Beere, für das gute Essen, das unsere Köchin hier, übrigens möchte ich auch aussprechen, noch einmal, liebe Hörer, es gibt hier eine Köchin im Haus, die heißt Sonja. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Maria, es gibt hier eine Köchin, die heißt Sonja. Sie müssen hierher kommen, allein um die Genüsse dieser Sonja-Köchin zu genießen. Und dann kommen Sie gleich und genießen meine Psalmen. Ich mache Werbung, Pater Josef, Pater Georg. Ich mache Werbung für St. Josef, liebe Hörerinnen von Radio Maria. Kommen Sie her und genießen Sie die Küche der Sonja-Köchin und danken Sie Gott allein für diese Genüsse. Dann können Sie mich weitererleben mit Psalmen. Ich mache Riesenwerbung für dein Haus, Pater Georg. Ein echter Jude. Und jetzt noch etwas, weil du sagst, übrigens ein echter Jude. Wissen Sie was, liebe Radio Maria, Hörerinnen und Hörer, das Wort Jude, was heißt das Wort Jude? Jetzt wird's spannend. Gut, dass du mir das Stichwort gibst, Pater Matthäus. Jude heißt der Dankbare. Wenn Sie es bitte notieren. Viel zu wenig Christen in Europa wissen, dass das Wort Yehudi, der Dankbare heißt, bitte. Und jetzt nenne ich Ihnen sogar die Quelle in der Bibel, in Genesis 29,35. Es schlägt mal bitte auf Hartmut, unser Glanz aus München. Schlagen Sie bitte alle auf und Sie zu Hause in Radio Maria. Genesis ist das erste Buch der Bibel, Kapitel 29, Vers 35. Da steht nämlich, dass Juda ein Sohn von Jakob und Lea war. Ruben, Simeon, Levi und Juda. Und es war der vierte Sohn. Und die Mutter Lea gebiert den vierten Sohn und sagt was? Das wird nämlich zum Programm dieses Mannes. Und wenn Hartmut Uriel den Satz hat, bitte, dann möge er ihn bitte für die Radio Maria Hörer und Hörerin vorlesen. Jawohl. 29,35. Genesis 29,35 für Radio Maria Hörerinnen. Hartmut. Abermals wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, diesmal will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie ihn Juda Dank. Wunderbar. Dann bekam sie zwei Kinder mit. Liebe Radio Maria Hörer und Hörer, Sie haben es eben gehört, das Wort Yehuda, nachdem wir Juden genannt sind, Pater Georg, heißt der Dankbare. Wenn Sie es bitte alle notieren, wir Juden heißen nicht nach dem Stamm Ascher oder Gad oder Benjamin, die Benjaminiten, die Ascheriten, die Gaditen, wir heißen die Yehuda-Menschen. Weil wir Juden erkannt haben, dass Dankbarkeit die Triebfeder menschlichen Lebens ist. Und darum sind wir Juden so dankbar. Ein Jude im Innersten, liebe Radio Maria Hörerinnen und Hörer, ist nicht jemand, der koscher isst. Was mich im Innersten auszeichnet, ist nicht die Tatsache, dass ich im Gegensatz zu meinem Freund Pater Matthäus kein Schweinsbraten esse. Matthias. Ich esse nicht, das ist nicht mein Innerstes. Mein Innerstes ist, dass ich ein dankbarer Mensch bin. Ganz im Ernst. Und ich werde mit den Jahren, dank der vielen Schüler, die ich in Europa haben darf, und Schülerinnen immer dankbarer. Das innerste Wesen, liebe Freunde und Freundinnen des Judeseins, ist nicht Schweinsbratverzicht. Und nicht koscher essen dreimal am Tag, sondern ein dankbarer Mensch vor Gott zu sein. Dankbar, dass Gott mich berufen hat, ihm zu dienen und ihn zu loben. Ich wiederhole für uns alle, Dankbarkeit heißt, ich bin mit Gott in so tiefer Verbundenheit. Ich weiß, dass Gott mit mir so was Großes vorhat hier auf Erden, dass ich nicht anders kann, als ihm zu danken. Das ist das Tiefste, was einen Juden ausmacht. Ich wiederhole für Sie alle zu Hause und hier in eigenen St. Josef. Das Innerste des Juden und auch das Innerste des Christen ist, denn Sie Christen kommen ja aus dem Judentum, ist eine tiefe Dankbarkeit. Eine tiefe Achtung vor dem Leben und Achtung vor der Berufung durch Gott. Wenn wir von Gott berufen sind, etwas zu tun, Sie als Christen, ich als Jude, dann heißt das, Gott nimmt uns ernst. Und dieses Ernst genommen sein durch Gott ist für einen Juden so eine große Erfahrung. Das hat kein Tier, das hat keine Pflanze, das hat kein Mineral. Dass der Jude gar nicht anders kann, als zu sagen, ich bin Jude, ich bin ein Dankbarer. Ein Jude ist ein Dankbarer. Wenn ich mir sage, ich bin Jude, bin ich schon dankbar. Allein, dass ich sage, ich bin Jude. Wenn ich in irgendeinem Ausweis schreibe, mein Glaube ist jüdisch, bin ich schon, weil ich ja Jude bin und die Sprache eben kenne. Weiß ich bin ein Yehudi. Können wir es alle mal aussprechen, das Wort im Hebräischen? Yehudi. Noch einmal? Yehudi. Es gab mal einen berühmten Violinisten, erinnern sich, Yehudi Menuhin. Der hieß Jude, der Dankbare. Der Yehudi Menuhin, der weltberühmte Violinist, der Geiger, der Violinist, der von der Queen geadelt wurde zu Sir Yehudi Menuhin. Der hieß bitteschön Yehudi. Der hieß Yehudi. Der wurde von seiner Mutter und seinem Vater genannt, du Dankbarer. Der heißt schon so. Der ist nicht nur ein Jude durch seine Religionszugehörigkeit, sondern der heißt auch so, du Jude. Der hieß nur Jude. Einfach Mr. Jude. Mr. Jude Menuhin. So hieß der Mann, der weltberühmte Violinist.
Und das ist das Wesen, was eben in dem Psalm mitschwingt, liebe Freunde und Freundinnen. Er sagt eben, denn er ist groß und er über ihn gibt es nichts. Das ist das Thema, die Götter. Denn wenn ich erkannt habe, dass alle Götter, sei es damals zur Zeit Davids, als man wirklich Baal, Astarte, die finstersten Götter anbetete, die Bibel wimmelt davon. Wir hatten ja neulich in Jeremia darüber ein Seminar in Tirol, in der Diözese Innsbruck. Es wimmelt im Orient vor Göttern. Und zur Zeit Jesu im römischen Pantheon wimmelt es ja nochmal mit Göttern. Zeus, Jupiter, es wimmelt. Bacchus, Dionysos bei den Griechen, ja. Diana, die Göttin der Jagd. Ja. Verrückte Geschichten. Genau. Und der Jude sagt, vergiss es. Es ist nichts. Es ist alles Tant, sagt Buber. Es ist alles nur Idiotie. Es ist nur im Kopf. Es ist nichts Reales. Und der Psalmist sagt uns, es gibt nur einen wahren Gott. Und wenn du diesen wahren Gott, jetzt sind wir wieder ganz beim Thema Dank, wenn du diesen wahren Gott erkannt hast, dann weißt du, was es für eine Gnade ist, ein Geschenk ist, diesem Gott zu dienen und nicht irgendwelchen eitlen, eingebildeten Gottheiten, die die Menschen damals anbeteten. Ein Stück Stein, ein Stück Baum, ein Stück Pflanze, ein Stück Apfel, irgendeine Frucht der Natur, Mond und Sterne, die Gestirne. Die Menschen beteten ja verrückteste Dinge an, verrückteste Dinge. Und der Psalmist weiß das ja, weil er in einem Land lebt, in dem eben Götzendienst täglich praktiziert wurde. 1000 vor König David. Und er sagt, und das sagt Buber, übersetzt das so schön, Gott nichtse sind alle Götter der Welt. Das übersetzt er so schön, wir haben es eben von Pater Matthias, ich liebe beides, gesagt, Gott nichtse. Liebe Freunde und Freundinnen, Martin Buber übersetzt das Wort, das hebräische Wort Elilim, die Götter, nicht nur mit Götzen, sondern er sagt, geht in einem Wort auf den Grund. Elil heißt der Nichtseiende, Gott Nichts, übersetzt er so schön. Morgen früh im Seminar übrigens, wenn wir das intensivieren, ich lade nochmal alle Radiohörerinnen herzlich ein, ich mache immer wieder Werbung für Pater Georg. Morgen früh um 9 Uhr werden wir wieder 3 Stunden intensives Workshop machen und die Psalmen vertiefen. Aber heute sei schon mal Ihnen gesagt, Gott Nichtse. Sind nichts, ist nichts dahinter. So übersetzt Buber das Wort Götzen, weil er sich das hebräische Wort anschaut, Elil, und Elil im Hebräischen heißt wirklich das Nichtseiende, der nichtige Gott. Ich erkläre etwas zu Gott, eine Puppe oder ein Stück Baum, damals zur Zeit der Bibel, und sage, das ist mein Gott. Dabei ist da nichts dahinter. Morgen werde ich Ihnen dazu schöne Geschichten erzählen. Zum Beispiel das Goldene Kalb, was ist das für ein Kalb, was ist das für ein Gott? Das ist ein Stück Metall gegossen, fertig. Die Ringe dafür geopfert. Eben, und was kam bei raus? Nachher kommt Mose, verbrennt das Ganze und schmeißt es den Leuten ins Gesicht und sagt, da habt ihr euren Dreck. Das ist ja ein Gott, das ist doch nichts. Treibt er euch und zu Staub und lässt sie trinken. Eben, das ist ein Gott, das ist doch gar nichts. Insofern sagt er immer wieder, den Gott, alle Götter der Völker, das ist doch nichts, das ist doch nur Einbildung, die können doch gar nichts. Das nennt ihr ein Gott, ein Stück Metall? Auch in Psalmen, in einem anderen Psalm sagt er ja so schön, Augen haben sie und hören nicht, Ohren haben sie und sehen nicht. Das sind die Götter, die, von denen man sich, dem malt man zwei wie so Kinder, also die Smileys, dem malt man zwei Augen ins Gesicht und sagt wie deine Enkel, deine lieben Enkel in Wien, die malen ja so schön wahrscheinlich Smileys und dann sagt man, das ist ein Gott. Ein Kind kann man sagen, wenn irgendeine Gestalt zwei Punkte hat und mal so blinkt mit den Augen, das ist was, eine Gestalt, aber das ist doch kein Gott. Das ist doch einfach lächerlich. Und darum sagen die Psalmen immer wieder, und dieser Psalm besonders, Gott nichts, ist nichts dahinter, wacht auf. Er aber hat den Himmel gemacht. Himmel heißt die Schöpfung. Und das ist wieder dieses Thema, liebe Radio Maria Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde. Der Psalmist lädt uns ein, die Welt wahrzunehmen. Nimm die Welt wahr. Sie kennen auch den großen Psalm, sehe ich das Werk deiner Hände, wie klein ist der Mensch, dass du ihn geschaffen hast. Immer wieder die Frage, schau dir die Welt an. Wer hat diesen Himmel geschaffen? Wer hat diese Erde geschaffen? Wer hat die Pflanzen geschaffen? Diesen wunderschönen Garten. Noch einmal Werbung für St. Josef. Schauen Sie sich diesen großen Garten an von Pater Georg hier. Es gibt einen Garten, da gibt es einen neuen Gedenkweg seit Juli diesen Jahres. Ein wunderbarer Gedenkweg. Gebets- und Heilungsweg heißt es. Wie? Gebets- und Heilungsweg. Ein Gebets- und Heilungsweg, in Anführungszeichen Gedenkweg wegen der Villa Trapp, die hier nebenan war, wo ja die Nazis getobt haben. Ja, die Mauer. Und früher waren die Nazis hier drüben. Liebe Freunde, ich lade Sie alle ein, in diesen Garten nach St. Josef zu kommen. Ein Prachtgarten. Da wird so viel Schönes getan. Da wächst die Natur. Wer hat das alles geschaffen? Natürlich Gott. Und das will der Psalmist hervorheben. Bitte schaut euch die Natur an. Schaut euch alles an. Wer hat den menschlichen Körper geschaffen? Sagt der Psalmist auch. Wer hat uns Augen gegeben? Hat das irgendeine Götze getan? Wer hat uns Ohren gegeben? Wer hat uns unsere Denkfähigkeit, unsere Liebesfähigkeit gegeben? Wer sorgt dafür, dass mein Herz schlägt pausenlos? Mach ich das? Mach das Baal? Mach das Astarte? Wer sorgt dafür, dass ich atme?
dass mein Kreislauf funktioniert, all diese, die Komplexität des menschlichen Körpers. Wer macht das? Das macht Gott. Und das will der Psalmist uns wachrufen. Bitte erachtet nichts für selbstverständlich. Es muss nicht erst eine Krankheit kommen, damit wir aufwachen und merken, es ist nicht selbstverständlich. Manche Menschen müssen erstmal einen kleinen Schlag kriegen, damit sie aufwachen und merken, Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Da gibt es in Deutschland einen Spruch, den kennen Sie wahrscheinlich von der AOK, Allgemeine Ortskrankenkasse. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ein wunderschöner Spruch, möchte ich wiederholen. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, wenn es nicht gehen kannst. Dann sagt man zu, naja, alles Gute und Gesundheit. Moment, bitte? Zu, naja, bei uns, das stimmt. Ich weiß, ja. Alles Gute und gesund bleiben. Gesund bleiben, ja, ist wichtig. Wissen Sie, und das möchte ich ganz klar sagen, das sagt der Psalm deutlich, du musst die Dinge, die du als selbstverständlich betrachtest, nicht mehr als selbstverständlich betrachten. Es ist nämlich gar nicht selbstverständlich. Und das habe ich mir als Jude im Laufe meines bisherigen Lebens immer wieder angeeignet und eigne es mir an, nichts als selbstverständlich zu betrachten. Warum soll etwas selbstverständlich sein? Es ist gar nicht selbstverständlich. Woraus leite ich ab? Bloß weil ich Gott sei Dank gesund sein darf, ist es für mich nicht selbstverständlich. Es kann, Sie wissen, wie schnell was passieren kann. Ein Schlag, ein Gefäßverstopfung, das Thema ist vom Tisch. Wir müssen jetzt nicht, schauen Sie sich nur die Presse an, was da passiert. Jüngste Menschen fallen tot um. Insofern, es ist nichts selbstverständlich. Und der Psalmist erinnert uns daran, jeden Tag dankbar zu sein, dass ich die Sonne sehen darf. Dass wir heute zum Beispiel trotz des nebligen Tages am 3. Oktober doch 2-3 schöne Stunden draußen hatten hier im Garten. Dass ich hier im Kolleg mit Ihnen arbeiten darf. Dass Radio Maria mich zum dritten Mal aufnimmt und ich sehr viel Zuspruch von wunderbaren Menschen in Radio Maria habe, im E-Mail-Kasten bei mir zu Hause. Das ist für mich auch nicht selbstverständlich. Gar nichts ist selbstverständlich. Für einen Juden ist nur selbstverständlich, dass er stirbt. Das ist selbstverständlich. Aber darüber hinaus ist überhaupt nichts selbstverständlich. Gar nichts. Und dann vor seinem Antlitz, tretet vor sein Antlitz, tretet vor Gott, sagt der Psalmist. Ich lese es Ihnen mal auf Hebräisch vor, damit wir diesen Satz gerade noch einmal hören, in Vers 6. Hot ve hadarle fanav, ozve ti verat bemikdasho. Wieder ist er überbordend, der Psalmist. Er sagt, tretet vor sein Antlitz, tretet vor ihn. Antlitz ist gemeint, wenn du wirklich mit nüchternen Augen durch die Welt gehst, siehst du ihn überall. In einer schönen Blume, in dem Prachtgarten in St. Josef, in deiner Begegnung hier mit ihnen im Kolleg. Überall ist Gott gegenwärtig. Und wenn du Gottes Angesicht dir bewusst machst, dass überall sein Glanz ist, dann kannst du auch in sein Heiligtum treten und Macht und Majestät erleben. Der Psalmist, liebe Freunde, will uns mit Vers 6 sagen, natürlich gibt es ein Heiligtum. Da, zur Zeit Davids ist es der Psalm, der Tempel, der Beit HaMikdash, das große Heiligtum, das zwar König David nicht selbst baut, aber das sein Sohn bauen wird und dem er die Vorgaben dazu macht. Aber der Psalmist will sagen, Herrlichkeit, die Größe, die Herrlichkeit des Herrn, siehst du auch außerhalb des Heiligtums? Wenn ich durch einen schönen Garten sehe, wenn ich wunderbare Begegnungen habe, wenn ich mich morgen auf den 4. Oktober mit Pater Matthias Matthäus freue, auf meine Sachertorte, die ich als Deutscher so gern habe. Wenn ich mich auf solche Dinge vorfreue, dann sehe ich Gott, Hartmut, dann erlebe ich Gott. Und die Herrlichkeit Gottes ist überall zu spüren. Nicht nur, wenn ich im Tempel bin. Natürlich war der Tempel für uns Juden immer ein Glanzerlebnis. Da war alles perfekt. Da wurden die Tiere geopfert, da war der Hohepriester, da war die Aura voll Göttlichkeit. Aber der Psalmist sagt, du kannst es auch in der Natur erleben, auch in der Welt. Denn die Erde ist voll der Ehre Gottes. Die Erde ist voll der Ehre Gottes. Überall ist Gott präsent. Überall sind seine Fingerspuren sichtbar. Überall ist sein Wirken. In jeder Blume, die nicht ich geschaffen habe und die kein Götze geschaffen hat, in jeder Pflanze, in den Kräutern, noch einmal, die unsere Sonja uns zubereitet, die Köstlichkeiten der österreichischen Küche. Bitte, wer hat das gemacht? Wer hat den Majoran produziert? Wer hat den Oregano produziert? Wer hat Pimpinelle, all die tollen Gewürze? Das hat kein Götze produziert. Das ist Gott. Und meine jüdische Tradition, basierend auf unserem Psalm, sagt, bitte, du siehst Gottes Wirken überall, in einem kleinen Kräuterstrauch Pimpinelle. In einer Rose, in einem riesigen Garten, in einem großen Konzert. Wir sprachen vorhin über Mozart. Wir sind ja in der großen, weltberühmten Mozartstadt, bitte. Auch in dieser Mozartstadt ist so ein Mann wie Mozart, so ein Genie, der es nur 36 Jahre leben durfte. Das ist auch ein Wirken Gottes. Mozart war ein Geschenk Gottes an die Menschheit. Die kleine Nachtmusik, die ich ja so sehr liebe, etc. Das sind lauter Fingerzeige Gottes. Vers 7, zollt ihm, und jetzt wird er wieder universal, zollt ihm Sitten der Völker, zollt ihm Ehre und Macht. Wiederum, er ist wieder überbordend. Möchten Sie was sagen? Was?
Dankeschön. Wiederum, ich danke, Frau Dr. Blumkron sagt etwas Wunderbares eben. In Vers 7 kommt wieder die Verdreifachung, unterstreichen Sie es. Danke für den wertvollen Beitrag, Gerstner. Was? Genau, Havu heißt, gebt ihm, genau. Buber übersetzt, zollt ihm, ihr Sippen der Erde, zollt ihm, wieder drei. Oben hat man dreimal, nochmal für die Hörer gesagt, in Vers 1 und 2 hatten wir ja, singt ihm einen neuen Gesang, singt ihm. Und jetzt geht's in 7 und 8 wieder mit der heiligen Zahl 3. 3 bedeutet immer für diejenigen, die es noch nicht wissen, 3 ist immer Transformation. In der alten Kabbala, der Numerologie des Judentums, bedeutet 3 immer verwandelt euch. Darum musste Jesus am dritten Tag auferstehen. Darum war Jona im Bauch des Fisches 3 Tage und nicht 7 Tage. Darum musste Petrus seinen Herrn 3-mal verleugnen. Darum ist Paulus 3 Tage vor Damaskus blind. Bitte, Sie sehen immer wieder, 3 ist die Zahl in der Bibel, in beiden Teilen der Bibel, die mit Verwandlung. Verwandelt in Gottes Angesicht. Paulus sagte, dann werden wir verwandelt in dein Angesicht. Und darum sagt Frau Dr. Blumkron zu Recht, in 7 steht, zollt ihm, Sippen der Völker, zollt ihm Ehre und Macht, zollt ihm seines Namens Ehre. 3 bedeutet immer, geht's in euch, verwandelt euch, lasst euch durch die Ehre, die ihr gebt, in dankbare Menschen verwandeln. Denn noch einmal, der Satz, den ich gestern gesagt habe, liebe Freunde und Freundinnen, dankbare Menschen sind gesunde Menschen. Dankbare Menschen, Havu, also das Wort. Wenn du dankbar bist, bist du ein gesunder Mensch. Wenn du ein Nörgler bist, ein raunziger Mensch bist, wirst du über früher oder später irgendein Herzinfarkt kriegen, irgendwas kommt. Denn die Zellen speichern alles. Die Zellen des menschlichen Körpers speichern alles. Und wenn in uns das Muster gespeichert ist, ständig irgendwas zu finden. Und liebe Freunde, ich könnte 100 Gründe finden, um unzufrieden zu sein, aber ich tue es nicht. Ich finde jeden Tag 100 Gründe, um zufrieden zu sein. Es gibt übrigens, das möchte ich kurz erwähnen, liebe Hörer und Hörerinnen, kennen Sie das weltberühmte Buch von Paul Watzlawick? Anleitung zum Unglücklichsein. Kennst du es? Kennst du die Geschichte mit dem Hammer? Kannst du ganz kurz die Geschichte mit dem Hammer erzählen? Das ist eine weltberühmte Geschichte. Wer kann es kurz sagen? Möchtest du? Also, liebe Hörer und Hörer, es gab einen großen Psychiater, der war in dem Fall kein Jude, es gibt auch andere gute Denker. Paul Watzlawick war ein großer Psychiater, den gibt es noch im Internet zu kaufen, im Amazon, und er hat ein weltberühmtes Buch geschrieben, Anleitung zum Unglücklichsein. Anleitung zum Unglücklichsein, nicht zum Glücklichsein, der karikiert das ja. Und er sagt, es hängt von uns ab, wie wir mit dem Leben umgehen. Und wenn wir undankbar sein wollen, und unglücklich, dann müssen wir einfach nur uns hineinreden in so eine Verfassung. Und da beschreibt er in einem, er hat dort 20 Geschichten in seinem Buch. Und eine berühmte, weltberühmte Geschichte ist die Geschichte mit dem Hammer. Da geht's darum, ich bin zum Beispiel Nachbar von Frau Dr. Blumenkron. Ich bin ihr Nachbar und ich brauche einen Hammer, weil ich ein Bild mir gekauft habe im Billa für 10 Euro und ich möchte es an die Wand hängen, habe aber keinen Hammer, der ist irgendwo weggegangen. Und ich überlege mir, ich brauche den Hammer. Ich möchte bei Frau Blumenkron klopfen, aber bevor ich an der Tür klopfe, um den Hammer zu erbitten, läuft bei mir ein Kopfkino ab. Moment einmal, was könnte sie von mir denken, wenn ich den Hammer von ihr erbitte? Sie wird mir sagen, ja, bist du zu arm, um dir den Hammer zu holen? Außerdem wird sie mir sagen, Juba, wir haben da noch eine offene Rechnung. Du hast mir letzte Woche beim Mistkübel-Austragen nicht geholfen. Und da wird sie mir vielleicht sagen, ja, Juba, du hast mir neulich geholfen und jetzt willst du von mir einen Hammer haben. Das kannst du dir aber ersparen. Und dann wird sie mir vielleicht noch sagen, übrigens vor einem Jahr habe ich dich auch einmal um etwas gebeten, du hast mir nicht geholfen. Und so sitzt dieser Mensch da und macht sich da völlig verrückt, was könnte mir Frau Blumenkron noch alles sagen, was noch offen und nicht beglichen ist. Und da wird sie mir sagen, du warst zu meinem Kind vor 20 Jahren nicht lieb genug. Und jetzt willst du einen Hammer von mir haben. Jetzt kannst du schauen, wie du lange wartest, bis du einen Hammer kriegst. Und so, was? Ja. Die Gewissenserforschung. Und so beschreibt Paul Watzlawick, dass dieser Mensch da, ich der Nachbar von Frau Dr. Blumenkron, eine halbe Stunde da sitze in meiner Wohnung und mir den Kopf zermarte, was könnte mir die Frau Blumenkron noch alles sagen, anstatt zu sagen, ich klopfe bei ihr und sage ihr, und dann werde ich so verrückt vor lauter Gedanken, was sie mir noch alles unterstellen könne, dass ich zu ihr renne, an die Tür klopfe und sage, Frau Dr. Blumenkron, den Hammer können Sie behalten, ich brauche ihn nicht mehr. Behalten Sie den Hammer, ich will ihn gar nicht mehr haben von Ihnen. Das ist eine weltberühmte Geschichte, um zu zeigen, wenn wir wollen, können wir uns selbst unglücklich machen durch Verrücktheit im Kopf. Und das ist das Thema unseres Abends heute. Wenn ich will, bin ich dankbar. Und wenn ich nicht will, bin ich undankbar. Es hängt von mir ab. Und es gibt, wie gesagt, unendliche Gründe, dankbar zu sein. Und ich möchte, kann es nicht genug betonen, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Freunde hier in Salzburg eigen. Wenn Sie wollen, können Sie der glücklichste Mensch der Welt sein. Es hängt von Ihnen ab. Und der Schlüssel dazu heißt Dankbarkeit. Ich will es gerade mal auf Englisch sagen, da reimt sich das so schön. Meine amerikanischen Freunde sagen, Barbara, the attitude is gratitude.
Das ist ein schönes Wortspiel. Die Haltung meines Lebens ist Dankbarkeit. Im Englischen reimt sich das. The attitude is gratitude. Das ist ein schönes Wortspiel für Leute, die Englisch können. Danke. Und das ist mein Motto. Attitude is gratitude. Wenn ich ein dankbarer Mensch bin, dann finde ich jeden Tag Grund, dankbar zu sein und meinen Gott zu loben. Und darum sagt er eben, wie Jasna Blumenkohl sagt, bringt ihm jeden Tag Dank. Bringt ihm jeden Tag Dank für tausende Gründe. Zollt ihm seines Namens, gibt ihm Ehre. Allein weil er Schöpfer ist, sagt die Bibel, gebührt ihm schon Ehre. Weil du, Hartmut, sein Geschöpf bist, das ist ja schon genug, ihm zu danken. Dass du als sein Geschöpf in diese Welt hineingeschöpft wurdest, ist schon Grund zur Dankbarkeit. Oder tragt ihm Spende, in Vers 18, bringt ihm sogar Dankbarkeit. Man kann Gott auch in den Tempel, zur Zeit des Tempels, eine Dankbarkeit bringen. Ein kleines Lämmlein, ein Böcklein. Es gab ja Spenden jeden Tag, die Tieropfer. Und es gab auch freiwillige Spenden im Tempel. Und er sagt, bringt ihm in den Tempel, wenn ihr den wallfahrtet, dreimal im Jahr wallfahrtet man ja nach Israel, an den drei großen, von ihnen sogenannten Hochfesten. Bringt ihm doch was mit. Bringt ihm ein Lämmchen mehr mit als sonst. Bringt ihm ein Kilo Weizen mit. Bringt ihm 100 Datteln mit. Morgen werden wir zu Ehren von Rosh Hashanah Apfel eintauchen. Bringt ihm Granatäpfel mit. Dankt ihm auch sichtbar, weil das Herz reich macht. Das Herz des Menschen wird reich durch Dank, nicht durch Haben. Das haben wir ja schon gestern erwähnt. Der berühmte Erich Fromm schreibt ja ein Buch vor 50 Jahren, Haben oder Sein. Und viele Menschen denken, je mehr ich habe, desto glücklicher bin ich. Das Judentum sagt, je mehr du gibst, desto glücklicher wirst du. Je mehr du Dankbarkeit gibst, desto glücklicher wirst du. Und nicht, je mehr du hast. Noch ein Handy. Noch ein Smartphone, noch ein Navi, noch ein Chanel-Kostüm für 5000 Euro oder sowas. Das macht mich nicht glücklich. Das macht mich vielleicht mal ekstatisch kurz, aber es geht so schnell vorbei. Es geht ruckzuck vorbei. Das, was mir nachhaltige Freude gibt und nachhaltige Fülle gibt, ist das Geben von Dankbarkeit. Wer dankt, ist glücklich. Wer undankbar ist, ist unglücklich. Und es liegt an mir. Ich habe die Wahl. Und die wird mir keiner abnehmen. Und darum Vers 9, werft euch sogar, der Psalmist steigert sich, liebe Freunde, er wird immer wilder, werft euch vor ihm auf die Erde hin, im Tempel, kniet vor Gott, Prostratio, erniedrigt euch vor Gott, vor seinem Antlitz windet euch alles Erdreich, er sagt sogar, nochmal an die ganze Erde gerichtet, dreht euch, bewegt euch vor Freude, eure Freude muss keine Grenzen kennen. Übrigens kennen Sie einen großen Satz aus dem Neuen Testament, wo steht im Philipperbrief, den kennen Sie? Philipper 4, 3 und 4, 4. Nochmal sage ich euch. Sogar Paulus, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich, Paulus hat schwer gelitten, der Jude. Er wird ständig verfolgt, ist ständig im Gefängnis, wird verfolgt und verfemt. Und dennoch sagt er im Brief an die Philipper, ich liege in Ketten und dennoch danke ich meinem Herrn jeden Tag aufs Neue. Ich leide für das Evangelium. Eben, ich leide für das Evangelium und ich liege in Ketten da. Aber durch die Gnade Gottes bin ich der, der ich bin. Und freut euch, sagt er den Philippern, obwohl er im Dreck liegt, eingesperrt durch Denunzianten. Er liegt im Dreck in irgendeinem Verlies, Stichwort Philemon auch, Brief an Philemon, sagt er ja auch, ich bin eingekerkert. Und dennoch freut euch, sage ich euch, und abermals freut euch. Und Freude führt zu Dank. Und Paulus ist ein unendlich dankbarer Mensch, obwohl es ihm nicht immer danach zumute ist, aber er ringt sich durch. Und das meint eben der Text, windet euch. Man muss sich manchmal zur Dankbarkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, durchringen. Auch wenn mir nicht danach zumute ist, muss ich mich durchringen. Das geht Ihnen doch auch so an einem trüben Novembertag, wenn jetzt die traurigen Tage kommen. Kann ich dennoch mich durchringen? Für mich ist November heute kein trauriger Monat mehr. November war für mich früher so ein Depressionsmonat, kennen Sie ja. Und in Deutschland haben wir da jede Menge traurige Tage. Volkstrauertag, Bußtag und Totentag haben jede Menge. Habt ihr das auch in Österreich? Ja, genau. Wir haben noch alle Heiligen. Wir in Deutschland haben im November lauter traurige Tage. Volkstrauertag, Buß- und Bettag bei den Protestanten. Na, Martin, aber gut, das ist ja auch klein. Aber dafür gibt es eben Totensonntag, furchtbare Tag. Und der 9. November, Holocaust-Gedenktag. Der Holocaust-Gedenktag in Deutschland ist alles traurig. Alles traurig. Und dennoch habe ich mich erzogen, und ich spreche mit vielen Freunden, die sich mir anvertrauen, ich kann dennoch dankbar sein für alles, was da ist. Dass ich gedenken darf, ist ja schon ein Grund zur Dankbarkeit. Bei uns gibt es den 9. November, als die Synagogen in Deutschland brannten. Großer heiliger Tag in Deutschland. Kristallnacht. Und dennoch danke ich Gott, dass wir heute den 9. November überhaupt gedenken dürfen. Es gibt in Deutschland ein Lied in der evangelischen Kirche, das heißt, danke Gott, dass ich dir danken darf.
Danke, dass ich dir danken darf. Ich danke Gott, dass ich danken darf. Und wenn ich Gott danke, dass ich danken darf, dass mein Mund funktioniert. Ach, mein Gott, ach, ich will dir danken, dass ich danken darf. Dann bin ich schon dadurch auch im November ein glücklicher Mensch. Und ich kann auch an einem Novembertag eine innere Freude empfinden, die unabhängig ist vom Wetter. Ich mache mich heute unabhängig vom Wetter. Auch wenn im November schon um 4 Uhr nachmittags dunkel ist und alles ist grau und nass und mies, sage ich mir, hier drinnen scheint die Sonne. Merci. Paul Gerhardt, der berühmte protestantische Sänger in Deutschland, sagt, die innere Sonne muss leuchten. Ich sage immer, wenn Leute so jammern über das Winter, hab Sonne im Herzen, das ist das Wichtigste. So ist es. Dankeschön, Kaiser aus Bad Ischl. Wer wollte hier noch was sagen im Raum? Jemand wollte hier noch was sagen? Im November gibt es auch die heilige Cecilia, Königin der Kirchenchöre, der ja. Musik, ja. Da wollen wir das singen. Ja. Ja, aber in Deutschland ist alles überschattet durch unsere traurigen Tage, Hartmut. Was weißt du doch? Alles so steif. Ja, also und jetzt noch Vers 10, schauen Sie auf Vers 10, sagt es unter allen Völkern. Schlagen Sie es auch gerade auf, Vers 10. Yes. Sagt es unter allen Völkern. Er trat die Königschaft an. Gefestet wohl ist die Welt, jetzt will ich noch was hören, nie wankt sie, er urteilt den Völkern die mit Geradheit, sagt Buber. Vers 10 heißt, wir müssen etwas verkünden. Schreiben Sie auf, Vers 10 ist ein Verkündigungsbefehl. Wir sind alle von Gott aufgefordert, etwas zu verkünden. Im Hebräischen heißt es da, Imru Bagoyim, verkündet es wirklich. Wir sind alle zur Verkündigung aufgerufen. Nicht nur Paulus ist ein Verkünder, sondern wir alle. Liebe Hörer und Hörer, Sie sind alle aufgerufen, etwas zu verkünden, nämlich, dass Gott der oberste König ist. Gerade in unserer Zeit, in der so viele Menschen New Age herumspringen und Voodoo anbeten und wirklich Satanismus im Internet gibt es ja wieder tonnenweise. Menschen brauchen heute Leute wie uns hier in St. Joseph in Salzburg-Eigen. Wir müssen mehr verkünden. Und darum sagt er, verkündet, dass Gott der wahre Gott ist und dass er das letzte Urteil sprechen wird über uns alle, dass er die Welt führt. Wie er hier sagt, er urteilt den Völkern mit Geradheit, Geradlinigkeit, meint er. Daran tut es unserer Zeit zur Not, liebe Brüder und Schwestern, dass Menschen dort keine Orientierung mehr haben. Dass Menschen in verschiedenen esoterischen Szenen, in sehr zweifelhaften esoterischen Szenen versuchen, ihr Glück zu finden, anstatt zu dem zu gehen, der naheliegend ist, nämlich Gott. Den das Judentum ja predigt. Wir Juden durften der Welt ein Gottesbewusstsein schenken. Daraus entstand Islam, daraus entstand Christentum. Und für mich ist das Judentum, Christentum, Islam die drei großen abrahamitischen Religionen, die drei Weltreligionen. Und in jeder Religion ist so ein Schatz. Warum soll ich dann, weiß ich, New Age Geschichten machen, irgendwo in Nepal Räucherstäbchen räuchern und solche Geschichten machen oder in Scientology gehen und Hare Krishna, was da alles heute passiert. Mir tut das Herz weh, wenn Menschen mir sagen, ich gehe zu den Zeugen Jehovas oder ich gehe zu Scientology. Sondern ich sage mir, es gibt so viel Reichtum in unseren Weltreligionen. Ich habe mir immer gesagt, bevor ich irgendwas anderes ausprobiere in meinem Leben, will ich mein Judentum näher kennenlernen. Das war für mich immer ein Schutz vor Scientology und den krummen Geschichten, die da laufen. Weil mein Judentum so reich ist. Sie hören es ja an meiner Stimme, wie erregt ich bin. Ja. Mein Judentum ist so reich. Ich entdecke jedes Jahr neue Schätze in meinem Judentum. Und mein Gott, der mich erschaffen hat, das verkündige ich ja. Ich bin auch ein Verkünder. Wenn ich zu Ihnen nach Salzburg komme, letzte Woche war ich in Niederösterreich, davor war ich in Oberösterreich, davor war ich in Tirol. Im November habe ich 1000 Seminare in Süddeutschland. Wissen Sie, mein Leben ist Verkündigung. Ich verkünde die Werke des Herrn. Und im Psalm 118 heißt es, Lo amut ki echieva asaper ma aseya. Ich werde nicht sterben, sondern die Werke meines Herrn verkünden. Lo amut ki echieva asaper ma aseya. 118, 24. Ich werde nicht sterben, sondern die Werke des Herrn verkünden. Ich habe so viel zu tun und ich denke, Sie auch. Und dazu möchte ich Sie einladen in Österreich, anstatt Trübsal zu blasen, verkünden Sie die Werke des Herrn, die Werke in Ihrem Leben und die Werke im Leben Ihrer Gemeinde, bei Ihnen, Hartmut, in Ihrer Gemeinde als Priester und die Werke in Ihrem Umfeld, die Werke in der Gemeinschaft der Missionare von kostbarem Blut. Es gibt viel zu verkünden und andere Menschen lechzen danach. Es gibt so viel orientierungslose Menschen, die Steine anbeten wieder oder zum Satan gehen. Schaut euch im Internet um, bitte. Und diese Menschen brauchen unsere Verkündigung, dass es etwas Besseres gibt als Satanismus und als Dämonen und als irgendwelche schwarze Magie wieder und Hexen und was es da alles wieder gibt. Die Menschen sehnen sich nach dem lebendigen Gott. Und dann Vers 11, freuen sollen sich der Himmel, jetzt will ich noch was Schönes sagen, das verstehen viele Menschen nicht, wie können sich Bäume und Feld freuen? Da habe ich einen interessanten Kommentar für Sie gelesen. In Vers 11 steht ja, alle sollen sich freuen, Himmel, Erde, Wasser. Mein Rabbi, Samson Raphael Hirsch, den ich ja mit Ihnen hier im Seminar oft besprechen werde, sagt etwas Wunderschönes. Er sagt, wenn wir Gott ehren
und seine Schöpfung, und unser Thema heute, respektvoll behandeln, dann freut sich die Schöpfung mit. Wenn ich mit einem Boden angemessen umgehe, mit oberösterreichischen Böden. Ja, das ganze Welt. Oder zum Beispiel, wir sind hier in Österreich. Oder wo gibt es hier noch wunderbare Böden? Salzkammergut. Fruchtbar Gegend. Am Po, wo halt Humus ist. Gut, genau. Erde, oder wenn ihr zum Beispiel in Österreich, ihr habt so tollen Käse. Okay. Wenn die Kühe gut behandelt werden. Wenn die Kühe gut behandelt werden, ja, und sie gutes Gras bekommen und wenn man wenn man den Hühnern freien Lauf lässt, dann freut sich die Natur. Der Psalmist will sagen, die Erde, der Himmel, das Gefild, alle freuen sich daran, wenn wir mit der Erde liebevoll umgehen. Wenn wir Hühner freien Auslauf lassen. Wenn wir den Kühen gesundes Gras geben, so dass wir so tolle Käseprodukte haben wie ihr in Österreich. Wenn wir die Böden gut benutzen, dann freut sich die Natur, sagt der Schöpfer. Die Natur, haben wir heute mehrfach gesagt in unserem Seminar in Eigen, die Natur ist beseelt. Die Adama, ich will es gerade für unsere Hörer nochmal sagen. Wir haben heute lang gesprochen über Adam und Adama, Erdling und Erde. Die hebräische Sprache ist voller Tiefgang. Und wir sind Erdlinge von der Erde, Adam von Adama. Die hebräische Sprache drückt aus, wie eng wir miteinander verbunden sind. Und wenn wir die Adama misshandeln und sie kaputt treten und sie missachten und demütigen und sie einfach nur ausbeuten, gib uns noch mehr Kräuter, gib uns noch mehr Gerste und Dünger reinschmeißen, der gar nicht reinkört, dann ist die Erde verletzt und erfüllt ihren Daseinszweck nicht, nämlich uns zu dienen. Dann gibt es Unwetterkatastrophen, dann gibt es Missernten. Neulich in Deutschland habe ich von einem Bauern gehört, die Ernte von einem Jahr kaputt, er ist fast verhungert, weil es Regenfälle gab. Mitten im Sommer. Kurzum, die Erde will das nicht. Die Adama will, dass der Adam mit ihr liebevoll umgeht. Adam sind wir alle, bitte. Adam ist der Mensch, nicht nur der Jude. Adam ist der Mensch, der Erdling. Und wenn dieser Erdling die Erde misshandelt, die Adama, macht sie nicht mehr mit. Dann ist sie traurig. Dann ist sie enttäuscht. Und das heißt im Klartext, sie rebelliert und macht nicht mehr mit. Dann kommt es zu Katastrophen, Klimageschichten etc. Und darum, die Erde soll sich freuen und sie wird jubeln und die Bäume machen mit, wenn sie nicht sinnlos rumgefällt werden für Verrücktheiten. Und wenn ständig irgendwelche Insektizide drauf gesprüht werden wie wild. Sondern wenn wir die Bäume achten und nicht wegen eines jeden Wahnsinns einfach nur abholzen, damit es noch mehr Skilifte gibt. Sondern wenn wir respektvoll damit umgehen und sagen, da gibt es halt einen Skilift weniger im Bad sowieso. Dafür haben wir die Bäume geehrt. Dann freuen sich die Bäume, dann jauchzt die gesamte Schöpfung. Kurzum, die gesamte Schöpfung will Gott ehren. Die gesamte Schöpfung will eine Symphonie. Symphonie heißt zu Deutsch Mitklang, Gleichklang. Eine Symphonie, liebe Freunde und Freundinnen Radio Marias. Die Erde will in eine Symphonie, in eine Polyphonie, in eine Vielstimmigkeit des Dankes kommen. Aber wir als Adam sind gefordert. Das ist das Thema des Psalms. Wir sind Adam. Wir sind von Gott beauftragt, respektvoll mit der Natur umzugehen. Heute Morgen hatten wir es ja. Der Adam wurde auf die Adama gesetzt, um sie zu bedienen und bewahren. Haben wir heute Morgen gearbeitet in Salzburg-Eigen. Der Adam ist aufgefordert, die Adama zu bedienen, nicht benutzen. Bewahren. Bedienen und bewahren. Auf Hebräisch, damit Sie es mal hören, Lishmor vela avod. Das ist der Sinn des menschlichen Lebens. Und das wird uns Gott eines Tages abfragen, wenn wir im Himmel sind. Hast du die Erde ausgebeutet oder hast du sie bedient, wie es sich für einen Hausherrn gebührt, der dienstvoll, respektvoll mit so einem Schatz, mit so einem wahnsinnigen Schatz wie Erde umgeht? Hast du die Hühner liebevoll behandelt oder hast sie einfach nur abgeschlachtet und sie in irgendein Käfig einsperrt? Wie gehst du mit diesen Geschöpfen um? Wie gehst du mit Tieren um? Wie gehst du mit Tieren um, wird Gott uns fragen. Wie gehst du mit einem Huhn um? Wie gehst du mit deinem Kalb um? Wie gehst du mit deinem Kuh um? Wie gehst du mit deinem Pferd um? Die wollen uns alle dienen, wenn wir uns ihnen dienstbar stellen. Dann entsteht wechselseitiger Dienst. Dann sind wir wirklich in Harmonie als Adam mit der Adama. Und dann, letzter Satz, in Vers 13, vor Gottes Antlitz sollen wir, da er kommt, uns freuen, denn er wird kommen. Letzter Satz zu Vers 96, Vers 13 sagt, Gott wird kommen. Er wird hier Richt sprechen. Das ist ganz klar, der Tag kommt. Sie Christen nennen das jüngste Gericht, wir nennen es einfach nur der Tag des Gerichts. Das Erdreich wird errichten, der Tag kommt. Wenn wir meinen, wenn wir vermeinen, wir können ja alles treiben, was wir wollen, es wird ja eh nichts passieren, sind wir schiefgewickelt, sagt der Psalmist, der Tag kommt, der wird ganz bestimmt kommen. Und dann werden wir Abrechnung erfahren. Aber Gott möchte, dass wir keine blutige, keine schmerzhafte Abrechnung erfahren, sondern dass Gott uns wirklich dankbar, freudvoll begegnet. Freudvoll, wenn Sie wollen, auch dankbar, dass wir mit seiner Schöpfung liebevoll umgegangen sind. Er richtet die Welt, wiederum die Welt, nicht nur uns Juden, die Welt mit Wahrspruch. Er wird einfach Wahrhaftigkeit sprechen, Gott, unser Schöpfer. Wie sind wir mit seiner Schöpfung umgegangen? Das ist wie, kennen Sie auch im Neuen Testament,
die großen Gleichnisse Jesu. Ein reicher Mann geht außer Landes und hat seine Bediensteten und sagt, du kriegst das, du kriegst das, du kriegst das. Und da kommt der reiche Mann zurück. Sie sehen, wie Jesus ja auch aus diesem jüdischen Denken schöpft. Und der reiche Mann kommt zurück und sagt, so, jetzt wollen wir mal sehen, wie du gearbeitet hast. Da hat er die 4 Schalkknechte und fragt, sag mal, was hast du mit dem Denar gemacht? Was hast du mit 10 Denaren gemacht? Was hast du mit meinem Geld gemacht? Der Tag kommt. Der König kommt außer Landes zurück. Und dann wird abgerechnet. Wie bist du mit meinem Schatz umgegangen? Ich habe dir so und so viel Talente bzw. so und so viel Denare anvertraut. Was hast du daraus gemacht? Hast du einfach weggeworfen, in die Erde gesteckt und nichts gemacht? Oder zeig mir, was du damit gemacht hast. Das ist das gleiche Denken. Gott kommt. Darum sagt er jetzt auch, er kommt, das Erdreich zu richten. Der König kommt auf diese Erde zurück in seiner Herrlichkeit. Und dann wird er sehen, was wir hier gemacht haben, in Österreich, in Israel. Und er richtet die Welt und alle Völker mit seiner Treue. Gott wird uns die Treue nie aufkündigen, liebe Hörer und Hörerinnen. Aber Gott will, dass wir ihm auch Treue erweisen. Das ist der letzte Satz von 96. Gott richtet uns mit Emunah, die Emunah. Die Emunah ist die Treue Gottes, die Treue und die Zugehörigkeit Gottes. Aber wenn er spürt, dass wir untreu sind, dann wird er traurig. Dann wird er traurig und Folge an den Tag legen. Und darum sagt uns der Psalm, damit wir eben nicht dieses böse Erwachen haben, lobt ihn, geht mit seiner Schöpfung schöpfungsgemäß um, denn es zahlt sich für euch nur aus. Letzter Satz zu dem Thema, wenn wir mit der Schöpfung angemessen umgehen, nutzen wir uns. Es geht ja nicht darum, Gott irgendeine Freude zu machen, primär, sondern es geht darum, dass wir eine Freude haben. Gott will, dass wir uns auf dieser Erde, auf dieser Adama freuen und dass wir einen guten Nutzen haben, dass wir die Gaben der Natur gut nutzen. Und wenn wir uns freuen, dann freut er sich auch. Und Gott will ja unsere Freude, denn unsere Freude ist seine Freude. Und darum sind wir aufgerufen, wirklich aus einer Blindheit aufzuwachen und in Dankbarkeit und in Wertschätzung dieses Lebens, dieses kostbaren kurzen Lebens hier auf Erden, eine Gemeinschaft untereinander und eine Verantwortung an den Tag zu gestalten. Halt, er muss erst gerade Stopp machen. Ja, wird er, okay. Ja, ich habe gerade ein Zeichen bekommen, dass es weitergeht. Bruder. 2 Dinge. Bei der letzten Audienz, Papstaudienz am Mittwoch, hat der Papst auch über Aleppo gesprochen. Und war fast zu Tränen gerührt, was dort passiert, über die Krankenhäuser und alles totgeschossen. Wo ist totgeschossen? Welche? Aleppo. Wann letzte Woche. Ach so, ja. Und er hat gesagt, die Verantwortlichen, er hat sie nicht bei Namen genannt, aber die Verantwortlichen müssen vor Gott Rechenschaft ablegen, die das zulassen, wo die Amerikaner und Syrien und Russen zusammenarbeiten, und diese Menschen so in Bedrängnis zu bringen und auszulöschen. Ja. Und ein anderes, weil du mit Scientology und anderen Sachen gesprochen hast. Hare Krishna, die Zeugen Jehovas. Du hast gesagt, ich habe mich bemüht, in meinen Glauben tief einzudringen. Und genau das ist der Grund, dass sie zu anderen Dingen abschweifen, weil sie ihren eigenen Glauben, ihre Religion nicht kennengelernt haben. Ja. Von den Eltern schon nicht weitervermittelt worden ist und in der Schule. Auch dieses traurige Beispiel, dass kein richtiger Glaubensunterricht stattfindet. Das ist wahr. Und dann gleiten sie ab in alles Mögliche. Richtig, genau. Das ist richtig. Und wissen Sie, ich kann Ihnen eins sagen, in Ergänzung zu dem, was Bruder Matthäus sagt, Orientierungslosigkeit, darüber haben wir heute gestern Abend schon gesprochen, ist das Schlimmste, was Sie Ihren Kindern geben können. Ich bin in Israel aufgewachsen, will ich kurz einflechten, im Heiligen Land, und habe einen sehr soliden Einstieg in das Judentum bekommen. Ich habe sehr viel Judentum schon als Kind lernen dürfen. Und das war die beste Orientierung, Stichwort Orient, Orientierung, die ich in meinem Leben bekommen konnte. Und mir tun heute viele Menschen leid, junge Menschen. Meine Frau ist ja Religionslehrerin und erzählt mir, was an deutschen Schulen läuft. Hauptschule, Sekundarstufe 1, gar nichts läuft da. Da wird so viel erzählt, aber es ist keine Substanz da. Man lernt ein bisschen Islam kennen, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Hinduismus. Aber was wirklich Religion bedeutet, Religio, eben, Religio, die Rückbindung, gar nichts. Es gibt 3 Bedeutungen, nicht? Religere, erstmal lesen. Nicht ja. Lesen. Ja. Neues Testament lesen. Dann eligere, ich wähle aus, was mir wichtig ist. Ich kann ja nicht alles verwirklichen. Aber was mich anspricht, das muss ich verwirklichen. Und dann die Rückbindung. Religare Rückbinden. Das Religere und das Religere. Ja, das finde ich am schönsten. Die 3 Bedeutungen von Latein. Dankeschön, dass ich eine Rückbindung habe im Glauben. Rückbindung, Religare. Genau. Wer möchte noch etwas sagen, bevor wir zu 100 kommen, 200? Möchte von Ihnen jemand... Dazu auch noch eine Sache. Das Religere, das Auswählen. Wenn ich nur
Bei den Kindern, wenn man sagt, du hast verschiedene Bonbons, kannst du auswählen. Wenn ich aber nur eines zur Auswahl habe, willst du auswählen? Und wenn von den Eltern in Sachen Glauben überhaupt nichts angeboten wird, was willst du auswählen? Eligere. Das ist die Schrift. Eben, Barbara. Das ist diese. Sind die meisten ja. Orientierungslos. Ja, ja, ja. Es ist seit 1968, das war der Einschnitt. Da ist eine Diktatur Satans geschehen, so kann man gerade fassen. Ja. Bei uns gehen Millionen Ehen und Familien kaputt. Richtig. Durch diese entsetzliche Orientierungslosigkeit. Ja, ja. Und vor allen Dingen von dieser permissiven Erziehungspolitik, die darin besteht, lass das Kind alles entscheiden. Lass dein Kind mit 14 entscheiden, ob er sich abmeldet vom Religionsunterricht. Lass dein Kind mit 14 entscheiden, ob er Sexualkunde will. Lass ihn einmal ausprobieren. In Baden-Württemberg gibt es doch dieses neue Geschlechts. Übungen, dass ein Kind auch ruhig Gendergeschichte, Homosexualität ist durchaus gut, probier mal auch mal mit Tieren zu schlafen, alles ist erlaubt, alles ist gut. Das ist für ein Kind gar nicht gut. Wenn ein Kind keine Richtung kriegt, beziehungsweise die Tiefe seines Glaubens, in dem er ja wählen darf, er darf ja wählen, ob er als in muslimischen Religionsunterricht gehen will oder katholischen oder jüdischen, kann man ja wählen. Aber wenn er dann nicht etwas Solides bekommt, wie Sie sagen, kann er ja gar nicht wählen. Weil er hat ja keine Substanz, aus der er wählen kann. Wenn du ihm sagst, mach, was du willst, dein Kind weiß doch noch gar nicht, was es will. Wie kann ich von einem 14-jährigen Kind verlangen, mach, was du willst, probier mal da, mal dort. Es kennt ja noch gar nicht die Vorzüge, die guten Eigenschaften der verschiedenen Optionen. Er weiß nicht, was er wollen soll. Eben. Es gibt ja diesen berühmten Spruch in der alternativen Szene in Deutschland, in der es ja darum geht, dem Kind alle Freiheiten der Welt zu lassen. Das soll ein Kind, stand mal in so einer satirischen Zeitschrift, ein Kind seinem Erziehungsmenschen sagen, Mama oder Papa oder Herr X, müssen wir heute wieder machen, was wir wollen? Müssen wir heute wieder machen, was wir wollen? Das fand ich so einen schön karikierenden Spruch. Müssen wir, lieber Frau X, oder müssen wir wieder machen, was wir wollen? Können wir nicht heute mal was vorgegeben bekommen, aus dem wir lernen, aus dem wir schöpfen können? Und das ist das Thema, gerade in unserer verrückten Zeit, dass Kinder einfach Substanz brauchen. Ohne Substanz kannst du ja nicht wählen. Das auch. Definition, Grenzung. Wem fällt noch etwas ein? Wer möchte noch etwas sagen, bevor wir zum nächsten? Möchten Sie was sagen als neuer Teilnehmer? Wem fällt noch was ein? Der Dame neben Pater Georg, möchten Sie was sagen? Wem fällt noch was ein? Wem? Ja. Das heißt bei Johannes, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen. Ja. Ich frage natürlich, ob dann der Tempelkult notwendig ist. Ja. Also wo es heißt Opfergaben und Tieropfer und so weiter, ist das überhaupt noch notwendig? Also wenn wir im Geist und in der Wahrheit, in der Treue anbeten sollen. Ich verstehe, was du meinst, Hartmut. Die Bibel will Folgendes sagen. Zur Zeit der Bibel gab es ein Heiligtum. Zur Zeit König Davids. Das heißt, es fing an, er bereitete es vor, und König... Ich liebe die Notre Dame de Paris, ich liebe Sacré-Cœur in Paris. Jeder Mensch hat ja bestimmte, obwohl ich nicht Christ bin, aber ich bin dort gern, ich halte mich dort gern auf. Ich habe natürlich auch große Synagogen, die ich gerne habe. Aber wir haben heute auch Tempel, in die wir gerne gehen. Nicht nur zur Weihnachtszeit, wenn die großen Choräle kommen, sondern auch im Sommer, wenn diverse Veranstaltungen stattfinden und Sie merken, es ist ein sakraler Raum einfach. Das heißt, ob Sie die Zeit Davids nehmen, das Tempelheiligtum, in dem eben die Menschen kamen und opferten, oder ob Sie heute den Dom zu Salzburg nehmen oder Sacré-Cœur in Paris. Jeder Mensch sehnt sich danach, einen Ort zu finden, ein Heiligtum, und sei es hier die schöne Kapelle oben. Da war ich ja mit dir letztes Jahr bei der Anbetung, habe mich einfach als jüdischer Gast hingesetzt, 2 Stunden. Vielleicht mache ich das Donnerstag wieder, wenn ihr Anbetung macht. Es tut gut. Auch als Jude gehe ich gerne in katholische Glaubenshäuser, weil ich dort diese Aura sehr genieße. Diese Aura des Heiligen. Das tut mir gut. Wenn ich in Paris bin, in Notre Dame, das ist so ein überwältigendes Gefühl, dort zu sitzen, 2 Stunden. Und einfach diese gigantische Stimmung dieses Hauses zu erleben, auch ohne, dass ich katholisch bin. Aber einfach die Aura, Hartmut, zu spüren, eines Heiligtums. Und selbst wenn ich keine Opfer bringe, ich bringe ja mich hinein. Ich bringe mich, meine Seele, ins Sacré-Cœur hinein. Und das tut mir schon gut, auch wenn ich nicht katholisch bin. Ich bete Gott, der ja über allem steht, an. Auch in katholischen Glaubenshäusern, in denen ich bin, danke ich Gott einfach. Ich sage irgendetwas, was für mich stimmig ist, zum Beispiel das Vaterunser.
Das ist ja auch ein jüdisches Gebet. In Moscheen kenne ich zu wenig. Ich kenne zu wenige. Ich würde da auch hineingehen, aber ich kenne bei mir in Heidelberg, ich kenne auch keinen Moslem, der mich da einlädt. Ich gehe nicht gerne in Häuser, in denen ich niemanden kenne. Verstehen Sie, zu dem ich auch keinen Bezug habe. Ich bin ein Mann, der im jüdisch-christlichen Gespräch steht, und katholische Glaubenshäuser sind für mich Alltag, weil ich ja mit so vielen Katholiken zusammenkomme. Aber eine Moschee, ich habe kaum Moslems zu Freunden, ich habe 2, 3 vielleicht, aber da ist nicht so ein Anreiz da, in ein Haus zu gehen, weil ich dort mich nicht wirklich zu Hause fühle. Natürlich, aber mittlerweile hat mich Gott hineingerufen, verstehen Sie, mich hat Gott hineingerufen in eine Welt der katholischen Gemeinschaft. Und in Israel habe ich ja sowieso 1000 Synagogen, aber Moscheen in Deutschland sind ja gar nicht mehr, wir sind so von Orient, das sind ja auch angepasste Moslems, die leben hier in der Diaspora. Aber für mich ist, es muss ja authentisch sein. Für mich ist ein katholisches Glaubenshaus, natürlich meine Synagoge auch, ein authentisches Heiligtum, was du gefragt hast, in dem ich spüre, da ist Gott anwesend. Und wenn ich mich hineinbringe, bringe ich ja auch ein Opfer. Mich Opfer. Paulus sagt ja im Korintherbrief immer, bringt euch als lebendiges Opfer da, lieber Hartmut. Das sagt Paulus als Jude immer wieder so schön. Gott will letztlich nicht, dass ich irgendein Tier hineinbringe, schlachte. Das ist ja nur ein Hilfsmittel. Aber Paulus sagt, jüdisch denken, bringt euch als lebendiges Opfer Gott da. Bringt euch, euer Herz, Gott als Opfer da. Und so geht es mir, wenn ich in eine Synagoge gehe oder wenn ich in ein anderes Glaubenshaus gehe, in dem es darum geht, ich will Gottes Präsenz spüren. Ich bringe mich, um Gott damit eine Freude zu machen, dass ich mit meinem Sein ihn lobe und ein Lied spontan über die Lippen bringe. Ja. Halt, ja, Bruder. Zu diesem Text, aber es geht ja bei der Frau am Jakobsbrunnen. Ah, schön. Da, ich weiß. Zitiert hat, ne? Ja. Und ihr betet ja euren Gott an und man im Tempel, da ist der wahre Gott. Und Jesus sagt dann, es wird eine Zeit kommen. Weder in Samarien noch in Jerusalem, sondern ihr betet Gott im Geist an. Den Geist Gott ist Geist. In der Wahrheit. Ja. Hören Sie gerade zu, was unser Bruder sagt. Und ich glaube, Jesus hat da schon vorausgedacht, dass der Tempel dann zerstört sein wird. Richtig. Und dass man deswegen nicht orientierungslos sein muss, wenn der Tempel, dieses Steingebäude, nicht mehr steht, sondern wenn diese Herzensverbindung da ist, egal wo man ist, hat man Gott zur Anbetung da. Ja. Wissen Sie was, weil Sie das gerade sagen, Bruder Matthäus, es gibt auch im Ersten Testament schon vor Jesus wunderbare Stellen bei Jesaja. Es gibt zum Beispiel einen Satz, der ist Jesaja, ich glaube, es ist 57. Gott ist da, Gott ist nicht nur in der Höhe und in den Palästen, sondern Gott ist da, wo in dem zerknirschten Geist ist. Das, genau, Gott, genau, genau, da steht, ja genau, ich, etwa 57, bis dann Jesaja 57. Gott thront nicht nur in den Palästen oben, sondern Gott ist bei uns unten, da wo ein zerknirschter Geist am Ende ist und sagt, Gott, ich brauche dich, Gott, ich diene dir, Gott, ich will dich als mein Erlöser haben, da ist Gott zu Hause. Und Sie haben bei Jesaja, weil wir gerade bei Jesaja sind, wunderbare Stellen, in denen immer wieder herausgearbeitet wird, dass Gott sagt, Leute, wenn ihr mir nur Opfer bringt, unser Thema Hartmut, wenn ihr mir nur Tiere bringt und meint, damit mir zu dienen, will ich das nicht haben. Sondern in 58 gibt es auch eine große Stelle, Jesaja 58, in der steht, ich will eure Opfer nicht, ich will, dass ihr die Nackten kleidet, ich will, dass ihr die Witwen ernährt, ich will, dass ihr die Barmherzigkeit, ich will, dass ihr die Fremden gut behandelt. Wissen Sie, das haben wir schon bei Jesaja. Das ist Gott, Hartmut, Ihre Frage vorhin. Nicht primär darum geht, dass ich ins Heiligtum gehe. Wenn ich ins Heiligtum gehe, weil ich dadurch meine Nähe zu Gott untermauern kann, aber mit vollem Herzen es tue, dann freut sich ja Gott. Aber wenn ich es mechanisch mache, so wie wenn ich am Sonntag in die Kirche gehe, nur damit ich kein Schuldgefühl kriege, dann ist das nicht das wahre Motiv. Das wahre Motiv muss immer sein, ich will Gott nahe kommen. Und das will ich Ihnen ganz kurz was sagen dazu, das ist auch für die Radiohörer interessant. Das hebräische Wort für Opfer heißt im Hebräischen Korban. Korban. Eben. Und die Wurzel des hebräischen Wortes für Korban, für Opfer heißt Darnahrung, sagt Martin Buber. Da steckt die Wurzel Karev. Das heißt, wenn ich mich durch das Tier, das ich ihm bringe, oder durch die Weizenernte oder durch den Wein, den man ja jeden Tag brachte, ihm wirklich mein Innerstes bringe, mich ihm annähre, dann habe ich verstanden, was Opfer in Anführungszeichen wirklich bedeutet. Ich wiederhole den Gedanken. Das hebräische Wort für Opfer in der Bibel im Ersten Testament heißt Korban. Laut umgeschrieben in K-O-R-B-A-N. Konrad, Otto, Richard, Bertha, Anton, Nathan. Und das hebräische Wort für Korban ist die Wurzel Karev. Die etymologische Bedeutung heißt Karev. Und Karev heißt mich annähern. To approach someone, jemand nahe kommen.
Das heißt, die Idee des jüdischen Opfers, ihre Freunde und Freundinnen in Österreich, ist nicht einfach, ich bringe ein Widder jeden Morgen in den Tempel oder ich bringe Gott mein Weinopfer, das ja gefordert wird, sondern ich bringe über dieses Tier, über diese Naturgabe mich hinein. Ich lege mein Herz sozusagen in den Widder oder in das Lamm oder in das Kälbchen, die Turteltaube hinein. Das ist die Idee hinter dem symbolischen Akt des Tieres. Und die Propheten können sehr wettern dagegen. Zum Beispiel Jesaja, wenn die Menschen einen sinnlosen Prozedere machen, einen sinnlosen Inszenierungskult, wenn sie einfach Tiere bringen. Vor anderen glänzen. Glänzen vor anderen. Stichwort Tempelaustreibung, die Händleraustreibung von Jesus in der großen Szene bei Johannes gleich am Anfang, die Austreibung der Tempelszene. Wenn sie aus dem Haus meines Vaters eine Räuberhöhle machen und sich dort verstecken und krumme Geschäfte machen und über ihr Herz eiskalt ist, dann will Gott das nicht. Dann sagt Gott, dann hören wir damit auf. Und das gibt's bei Jesaja, solche Stellen, in denen Gott sagt, ich will das nicht. Und das gibt's auch im Psalm, mir fällt gerade ein, ich glaube, da gibt's auch einen Psalm, welcher ist das, der 50. Im Psalm 50 sagt Gott auch, meint ihr, ich trinke das Blut eurer Stiere? Meint ihr, ich esse das Fleisch eurer Böcke? Ich will, dass ihr mich in der Not anruft. Ich will, dass ihr mir vertraut. Das ist der wahre Gottesdienst. Das haben sie sowohl in Jesaja als auch in den Psalmen übrigens, apropos. Die Herzenshaltung. Psalm 50, rufe mich an in der Not, nicht wahr? Rufe mich an in der Not, wie die Geschichte vorhin mit dem zerknirschten Geist, und ich werde dich erlösen. Das heißt, Hartmut, Ihre Frage vorhin, es geht nicht darum, entweder oder, entweder ein Kälbchen opfern zur Zeit des Tempels. Gott will schon, dass es den Tempel gibt. Der heilige Tempel wurde ja von Gott angeordnet. Und König Salomo baut ihn ja auf Gottes Vorschrift. Nur, es geht darum, dass du im Tempel kein Theater machst. Das ist der Punkt. Gott will nicht, dass wir im Tempel ein Theater machen, damit wir vor anderen glänzen und sagen, die Leute sagen, ach, was hat er wieder für Tiere heute gebracht? Die besten Schlachtlämmer. Das will Gott nicht. Sondern Gott will, dass das Herz dabei ist. Okay, wer möchte von Ihnen noch etwas sagen, bevor wir Psalm 100 noch machen? Mir fällt noch etwas ein.